So, ganz schnell möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, was wir hier sehen, ist ein rechteckiger Div-Container mit der Hintergrundfarbe grün, der Schriftfarbe weiß und einem roten Rand. Wir möchten nun, also beziehungsweise diesen Div-Container gestalten. Und der Witz dabei ist, mit CSS3 kann man nun abgerundete Ecken gestalten. Das heißt, dass wir keine Buttons mehr via Grafik einfügen müssen, sondern können dies direkt im Source Code eingeben. Also, da wir die ganzen Border-Befehle am Boden stehen haben, schreiben wir einfach dazu Border-Radius, also für den Radius steht es. Und jetzt geben wir eine bestimmte Anzahl von Pixeln an. Sagen wir mal 5 Pixel oder vielleicht 15, damit man den Unterschied sieht. Und wie wir sehen, sind die Ecken nun abgerundet. Das klappt alles schön und gut. Problem ist jetzt nur, dass jeder Browser anders auf diesen Befehl reagiert. Für Mozilla müsste der Befehl MOZ sein. Heißt so viel wie, ja, halt Mozilla kompatibel. Und dann einfach das gleiche Spiel. Border Radius. Also solltet ihr Mozilla verwenden, versucht es mal mit diesem Code oder fügt einfach direkt beides ein, damit der User auch was von hat. Und hier geben wir auch 15 Pixel an. So, das müsste jetzt keine Veränderung bewirken. Nun, der Witz an der ganzen Sache ist, wenn wir mit einem Quadrat arbeiten, können wir aus diesem Quadrat ganz leicht einen Kreis machen. Wir sehen, dass wir die Weite auf 100 Pixel genormt haben, sowie die Höhe, das heißt ein ganz normales Quadrat mit Höhe und Breite von 100 Pixeln. Und unser Radius muss jetzt auch 100 Pixel betragen. Klingt eigentlich logisch. Funktioniert auch. So, nun haben wir einen Kreis. Das war's auch schon. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Viel Spaß.